Grüß euch, zurück bei Call of Duty Black Ops 2. Black Ops 3 sind wir ja sogar schon. Wir sind jetzt da ganz unten und. Diaz, hör auf damit! Der kontrolliert was immer das. Mit dir und den anderen geschehen ist, die Roboter. Du musst aufhören. Ich bin bereit für die Wahrheit zu sterben. Oh, die andere Waffe war mir da fast lieber. Ich bereue es, glaube ich, schon. Über ihn zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Oh. Alter, das sind, wer hat mich denn da jetzt getroffen? Von da hinten ein Schuss hat mich so niedergestreckt. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Diaz. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Was? Kühlturm 1 freigelegt. Kühlturm? Den Klang meiner Stimme. Also irgendwas hat's mit dieser Türme da auf sich. Entspannen Sie sich. Da vorne, ich seh'n schon. Finden Sie Frieden. Wieso geht denn der schon wieder so langsam? Um den Kern freizulegen. Naja. Kühlturm 1 offline. Kern freigelegt. Und wohin muss ich jetzt? Ah, da vorne habe ich ein Ziel. Darauf. Du musst nah ran. Wir müssen im freigelegten Schacht einen Sprengsatz anbringen. So, und jetzt schnell, schnell, schnell. Na los, klettere den Zentralsunk hoch. Platziere dort eine Granate. Ah, das geht Gott sei Dank von alleine los. Aber was sauknapp. Yeah, Treffer versenkt, hätte ich gesagt, ha? Granate gezündet. Sehr hey, fein. Hat es funktioniert? Ja, Zentralkern ist bei 66%. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen. Okay, das Ganze nochmal. Schnell, Kane! Ich werde hier überrannt! Du bist da oben. Ich auch. Ist kein Einzelschicksal, Freund. Alter, das sind diese mit diese auf einem Losstürmen, die sind mir nimmer egal. Vorne, es muss immer der sein, der gerade am weitesten weg ist, ne? Eh klar. Scheiße, wer trifft mich denn da? Da. Ach Gott. Denken Sie an einen ruhigen Ort. Denken Sie an einen sicheren. Na und? Was das? Sie sind jetzt. Was ist mit dem scheiß Kühlturm? Wieso kann ich den nicht zerschießen? Ah, das ist schon der Hinniche. Ach Gott, der, den ich brauche, ist da vorne. Das ist der richtige. Kühlturm 2 offline. Kern freigelegt. So, und jetzt müssen wir da wieder in die Mitte rein. Fallen weiße Schneeflocken. Noch eine Granate in diesen Turm. Ah, wo ist denn das jetzt? Kack, daher. Wow. Heftige Sache da. Aber geil. Erfolgreiche Sprengung. Kane, bestätigen. Zentralkern runter auf 33%. Noch einer. Einer noch. Schaff mal. Arbeite an Turm 3. Ah. Hey, KS, die Wände hoch. Sie wollen hier rein. Scheiße.
Ja, ich spreng sie auch, so gut ich halt kann, Freund. Ich kann auch nicht zaubern. Die Waffe ist da ein bisschen brustschwach. Da wären wir das Maschinengewehr oder die von vorher fast lieber wieder gewesen. Die hätte ich nicht hergeben sollen. So, was ist jetzt mit dem Turm? Da oben ist noch einer. Wo ist der Kühlturm jetzt? Das ist jetzt meine Action, der Kühlturm. Hier ist nicht kalt. Nimm den Turm offline. Wo jetzt. Ist denn der Star? Ist er wieder da vorne? Können Sie es hören? Können Sie es hören? So. Geh auf den Turm und spreng den Kern. Oh Gott, da kommen aber jetzt viele. Oh, da kommt man ja nicht durch. Das ist ja irre. Arbeite an Turm 3. Oh, das Ganze noch einmal. Also nicht nur Turm 3. Na komm, geh drauf, Kollege. Kommt's alle her da, jetzt bin ich sauer. Ist doch eh keiner da, ich steh doch. Wo? Ist doch eh keiner da. Ja, die Panik schiebt da oben. Ich wehr mir eh erfolgreich alles ab. Da hängt eh keiner oben rum. Da ist schon wieder einer. Kühlturm 3 freigelegt. Na endlich. Sie spüren, wie sie auf ihrer Haut schmelzt. Hier ist nicht kalt. Nimm den Turm offline. Die Kette ist machtlos. So, wo ist denn der jetzt wieder? Ach Gott, ich hasse diese Typen. Da war ich doch zuerst. Na egal, rennen wir mal eine Runde rum. Hören Sie, wie es langsamer wird. Kühlturm 3 offline. Geh auf den Turm und spreng den Kern. So. Wehe, das bringt ihn um, Kane. Jawohl, wenn man schon weiß, wo man hin muss, ist es ja nicht so schwer. Verlieren, Hendrix. Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Das glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Es ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen. Scheiße! Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Sind sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ja, meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind da unten. Jagt es hoch!
Was zur Hölle war das? Boah, die sind auch nicht zimperlich, die Kollegen da. Eh klar, jetzt müssen wir da wieder aus der Kacke raus. Alles, was wir zuerst reingrenzt sind. Verschwinden wir von hier! Überwachungsdrohne zeigt 54 Models auf der Oberfläche an. Sie sprengen das Gebäude um. Weiter! Hier bricht alles zusammen! Geh da durch! Wir haben keine Zeit mehr! Naja, da stehen noch ein paar Kollegen rum, die tun wir zuerst wegsemmeln da. Los, los, die fliehen los. Zwar, aber ich weiß nicht, weil kaum sind in Sicherheit, stellen sie sich wieder gegen uns momentan. Ja, da bitte, da drehen sie sich dann um. Aber wir sammeln sie einfach weg. War jetzt lang, gut. Scanne nach den Überlebenden. Wir müssen wissen, wen Taylor eigentlich sucht. Ich scanne Hendricks Datenübertragung. Das dauert nur ein paar Minuten. Oh ja, das sind schon wieder so. Wer ist da runtergekupft da? Kane, ich hoffe, du hast einen Plan, weil wir hier gleich ersaufen. Okay, ich helfe euch. Öffne die Tür und flute das Labor. Was? Bist du irre? Nicht, wenn das klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay, aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Okay, so, die Kacke da mal abdrehen. Das nervt Mist. Nur. Sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich. Scheißgranate da. Ich habe die Überlebenden identifiziert. Sebastian Krüger und Dr. Youssef Salim. Schön, dass du das identifiziert hast. Ich habe momentan ein bisschen andere Sorgen gerade. Aber sag's kann weiter. Und schon wieder eine Granate. Los, wir müssen hier raus. Na, mach ich doch. Ich habe nur die Kollegen da hinten noch ein bisschen abgeschossen, falls die interessiert. Über dir. Ich markiere dein Hub, Hendrik. Oh. Nicht einmal unter Wasser können die Kollegen eine Ruhe geben. So. Die Tür. Der Wasserdruck wird euch direkt aus dem Silo schleudern. Ja. Zu mir. Sobald ich die Tür sprenge, wird uns der Druck hier rausspülen. Gut. Dann spreng uns da raus, bitte. Gott sei Dank. Er hat's geschafft. Schaut auf alle Fälle aus, als hätten wir schneller raus als reinkommen, ha? Jetzt sind wir eh schon wieder da. Okay, oh. Bleib hinter mir. Wir sind noch nicht raus. Wo bist denn? Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Ach du Scheiße. Es führt kein Weg drumherum. Das? Die Bomben aushalten. Ja, schaut's aus. Die Brücke stürzt ein! Aus dem Weg! Wartet, etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. Dein Sauerstoff hält stetig. Du musst schneller schwimmen. Ich schwimme nur dir nach. Du musst schneller schwimmen. Ja, wohin denn? Da.
Oh, ich habe keinen Sauerstoff. Ich muss jetzt nach oben, weil sonst ist alles aus. Und es ist alles aus. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drumherum. Wir müssen die Bomben aus. So kann ich schneller schwimmen. Alles klar. Die Brücke stürzt ein. Aus dem Weg. Wartet, etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. So, Jetzt. Na, so wenig hat nur mehr gefehlt. Bitte. Bist du okay? Alles klar. Kane. Das ist übel. Diaz hat die Positionen aller CIA-Unterschlüpfe auf der Welt verraten. Diesen eingeschlossen. Die Überwachungsdrohne bestätigt. Die Immortals sind bereits hierher unterwegs. Wir können sie nicht aufhalten. Verschwindet aus Singapur. Halte durch, Kane. Wir holen dich da raus. Okay, schaut aus, als wäre die Mission auch zu Ende. War, dauert auch ganz schön lang, also sie sind schon lang, war jetzt wieder ganz was anderes, hat mir aber irrsinnig taugt. Es ist halt, wenn man das erste Mal auf das Ganze stoßt, ist natürlich schon alles ein bisschen überraschend immer, aber es macht Spaß, es ist auf alle Fälle leiwand. Ich hoffe, es geht so weiter, nämlich schön abwechslungsreich. Das war bis jetzt da die Abwechslung und da würde ich mich freuen, wenn die dann so weitergehen würde. Was haben wir da Feines? Ja, es ist mir eh alles egal, was ich da auch immer krieg. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wieder in diesen komischen Missionsraum oder Showroom oder wie auch immer kommen. So, jetzt schaue ich mir das einmal an. Level 9, Level 10, naja, nicht schlecht. Weiter geht's und... ja, sind wir wieder da und das heißt, die nächste Mission steht an, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!